gut. Hier festhalten. Sobald das mit dem Thron geregelt ist, treiben wir sie in ihre ekelhaften Brutstätten zurück. Atrast Vala, grauer Wächter. Von den Euren habe ich noch nie einen in den tiefen Wegen gesehen. Ich erkenne einen Kämpfer gegen die dunkle Brut. Ihr seid dadurch gezeichnet. Darum lassen wir von der Legion der Toten unser Leben hinter uns, um ihnen furchtlos entgegentreten zu können. Mit diesem Opfer dürfte ein grauer Wächter vertraut sein. Was wollt ihr jetzt hier, Wächter? Wer hat euch denn den Floh ins Ohr gesetzt? Wir haben wirklich andere Sorgen in Orzammar. Ah, jetzt verstehe ich. Die Lords der Versammlung können sich nicht entscheiden und die Kandidaten brauchen bessere Argumente. Ist das soweit richtig? Wächter, da habt ihr ja einiges vor. Paragon Branka ist tot, das weiß jeder vernünftige Zwerg. Denn jenseits unserer Linien tötet die dunkle Brut alles, was sich bewegt. Ich führe liebend gern einen Stoßtrupp durch die Todesgräben. Aber ohne jemanden auf dem Thron haben wir keine Befehle. Und von einem Kandidaten nehme ich keine an. Wenn ihr einfach blind drauf losbuddeln wollt, nur zu. Wissen Staubfresser, was Respekt ist? Nie gesehen, und wenn es ihn gibt, geht er mich nichts an. Aber wer nach Paragon sucht, kann auch nach dem Amboss suchen. Oder nach unerschöpflichen Lyriumadern. Warum? Die anderen Königreiche kümmern sich nur um die dunkle Brut, wenn sie im Licht auftaucht. Aber wir hier bekämpfen sie ständig, unaufhörlich. Ihr habt hier gelebt und wisst das. Verderbnisse sind so selten, weil wir die dunkle Brut halbwegs unter Kontrolle halten. Ein Angriff auf der Oberfläche macht uns das Leben leichter. Wenn die Zeit kommt, soll mir einer einen guten Zwergengrund nennen. Der Rest ist mir egal. Ihr wollt wissen, wie euer Leben aussähe, wenn ihr in Orzammar geblieben wärt? Denn kaum einer der Euren hätte euch noch geduldet. Wir akzeptieren jeden und werden schon im Vorhinein als Helden verehrt, die einen ruhmreichen Tod in der Schlacht sterben werden. Sogar Mörder. Die Legion kennt solche Worte gut. So spricht der Rekrut, der noch auf eine Rückkehr zu einer ehrbaren Kaste hofft. Wenn sie sich nicht fangen und ihr Schicksal akzeptieren, landen sie ganz schnell zurück im Stein. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Paragon findet. Das ist genauso wahrscheinlich wie ein Dutzend zu finden. Und Wächter, gebt auf euch Acht. Betrunkene sind schlechte Kampfgefährten.
Wie ihr meint. Ich werde es tun.
eine Falle. Direkt vor uns. Gut.
haben uns gesehen. Da kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am fünften Tag kehren sie zurück und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Wird erledigt. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen ein. Was ist das? Jemand Neues? Unmöglich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Verderbt hat. Das waren die Männer. Ihre Wunden eiterten, ihr Verstand löste sich auf. Sie sind wie Hunde, marschierten voran, starben als Erste. Nicht wir, nicht ich, nicht Laren. Wir wurden nicht verwundet, wir wurden gemästet. Mit Freunden und Fleisch und Blut und ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laren zuerst nahmen. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat, mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist.
Ich werde nicht von ihr reden, von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laryn, nicht zu Branka. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Betrachtet es nur als noch der Amboss. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle und verwandelten uns. Onama, ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Vorsicht! Feinde! Töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in dir nur noch sie sind.
Sie musste unsere Freunde essen, ihrem Ehemann das Gesicht abziehen und sein Blut trinken. Und während sie aß, wuchs. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann... Ja? ...machte sie mehr. Sehr schön. Brutmutter. Thank you.
Ich werde es tun. Hast du keine Welt, um zu wissen, dass du existierst? Wie ihr meint. Los!
Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Branka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Wird erledigt.